So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Force Words Adventures. Wir sind hier in der Pyramide. Und hier ist alles dunkel. Und eine ganze Menge Mumien hauen hier, treiben hier Unwesen. Und wir gucken mal, wir müssen hier bestimmt wieder Feuer legen. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Wir gehen hier einfach mal rum. Hier hört sich wieder an, als wenn ein Stinkeling da ist. Hier brauchen wir Bomben. Das ist offensichtlich, oder? Hier hinten. Können wir erstmal einen finden hier. Hier oben hoch. Kann mich aber auch irren. Ah. Das ist das Blöde, dass eine Mumie nicht zurückweicht, wenn man sie getroffen hat. So, komm mal hier rein. Ne. So, hier. Ein Schalter. Warte mal. Schieb mal richtig. Okay, da ist da der Gang auf. Also, da drin sind ganz viele Kisten. Der Schatz, den wollen wir nachher heben. Ja, das ist immer gut. So. Mumie. Dann können wir ihn natürlich fertig machen. So, da ist ein Gang drin. Ah, da gucken wir mal, was hier so schlecht geht. Ein Schalter. Und die Tür oben. Und. Ah, aber was nützt uns der? Hm. Kann man nicht schießen damit? Nee, noch nicht. Wir haben auch gar keine Waffe, nix hier. Fehlt uns noch was. Das ist ja jetzt doof. Weil so können wir die Schalter dann definitiv nicht kaputt machen. Ja, brauchen einen Bogen, würde ich sagen. Ganz einfach. Hier ist noch ein Schalter. Und den drücken wir jetzt mal rein. Eins, zwei, und drauf ist die Tür. Soll ich mal irgendwas kaputt machen? Soll ich kaputt machen? Oh, der hat mich doch gar nicht mehr erwischt. Wo hat der mich denn bitte erwischt? Ich hab wieder schon wieder nicht mehr. Was ist denn das denn? Was ist da los? Nein, das ist schon wieder so. Nicht mehr. So. Wir kriegen keine Pfeile, wir kriegen Schleuder. Okay. So, voll Energie, das ist fast voll Energie. Jetzt haben wir Schleuder, jetzt können wir also auch die Schalter anschießen. Ja, wir haben eine Schleuder halten. Wundervoll, komm. Gehen wir wieder hier hoch. Da wieder rein. Hier war auch Herzen, ne? Genau, nehmen wir uns doch gleich mal eine. Die ist mit Tür. Da bin ich rein. So, das heißt, hier einmal hochschießen. Wieso trifft er den nicht? Hm. Das ist ja jetzt hier so. Dann probiere ich mal was. Und zwar, na, erstmal hier rein. So, und zwar. Hallo. So, und zwar so. Und dass die beide gleichzeitig getroffen werden. Ey, sag doch mal einer, ich bin nicht schlau, ey. Haha. Schlüssel, we got the key. Ja, dann gehen wir mal wieder ganz rum hier. Den Schlüssel können wir ja hier hinten gebrauchen. Dauert nur ein Momentchen. Oh, da ist eine Aura. Okay, da wissen wir Bescheid. Da ist auch, kommen wir oben jetzt auch rein. Gehen wir erstmal hier unten rein. Schön, ist gleich zu. Das ist toll. Lassen wir uns einfach mal fühlen von der Dunkelheit. Los, stellt euch alle drauf.
Alter, brauche ich ganz gut. Das hört sich nach Kampf an. Naja, so ein paar kleine Hände nehme ich doch auf, oder? Oh, von wegen. So, zwei haben wir fertig gemacht. Die sind jetzt in der Schattenwelt. Ah. Eine Mondperle. Mondperle brauchen wir auch noch. Okay. Jetzt machen wir erstmal die anderen beiden da fertig. Hopp, hopp, hopp. So, der ist auch kaputt. Oh Gott, das leckt schon wieder so da. Was ist hier? Energie, Tommy. Ja. Sehr gut. So, dann machen wir dich auch wieder. Komm, du hast einen Anfang. Hopp, 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 hopp. Blub, 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 blub. Okay, da ist auch eine Aura und wir haben eine Mondperle gefunden. Dann würde ich mal sagen, wir öffnen das ganze Ding. Und sehen uns gleich da drin wieder. Bis gleich. So, willkommen hier drinne. Und wir machen jetzt erstmal gleich mal die Viecher nochmal ein zweites Mal. Ach nö. Okay, Freunde, wir gehen nochmal rein. Bis gleich. Und wir sind wieder drin. Und jetzt machen wir es mal richtig hier, hoffentlich. So. Da gibt es Laternen. Damit können wir... Dann. Energie ist immer gut. Oh, 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 ich muss an die Oberfläche. Dann hole ich mir jetzt die Laterne. Schnell, 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 schnell. Och, warum dauert denn das jetzt so lange? Eieieiei. Schnell. Aufsammeln. Kristalle. Wenn alles gut läuft, können wir gleich unsere Schwert aufladen. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh, fast 20 fehlen uns. Na, die kriegen wir auch nicht mehr, oder? Sieht ihr? Jetzt fehlen uns nur noch 15. So, wir sehen uns gleich da drin. So, da drinnen. Und da gibt's hier Laternchen. Und dann nehmen wir uns nochmal Laternchen. Ja, oder Lampe, wie der auch mal heißt. Da können wir auch raus. Erstmal wird geplündert, ne? So, noch. Eine Force-Fee hier voll. Und wir haben über 2000. Super. Wir haben die Kraft, das Böse zu bannen. In der Pyramide. Ich wette, der Boss wird auch so eine Art... Entweder eine Art Sphinx oder... Gehen wir mal raus wieder. Bitte alles stabil bleiben. Dankeschön. Oder aber... Oder aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Doch, eine dicke, fette Mumie. Ich bin gespannt. So, da brauchen wir auch noch eine Mondperle. Okay. Au, 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 au. Das war ja gemein. Kommt doch, wenn ihr was wollt. Alle Kristalle zu mir! So, jetzt nach rechts. Wer bist du? Oh, das ist so frustrierend. Der Boden ist voller Löcher. Ich kann keinen Schritt tun. Könnte ich doch nur fliegen wie Pegasus. Oder hätte ich doch wenigstens die Stiefel, die das können. Ja. Da hast du wohl wahr. So, hier unten ist hoffentlich nichts mehr. Heißt, wir brauchen Pegasus-Stiefel. Und nee, hier, so, hier gibt es nicht mehr. Gut. Dann bräuchten wir hier, wie es aussieht, in diesem Raum die Pegasus-Stiefel. Denn hier sind ja nur Löcher drin gewesen. Habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Und dann hier rüberlaufen, kommen wir dann da hinten hin. Ja, so einfach ist das. Also Pegasus-Stiefel erstmal holen. Hier war, könnten wir einen Mond packen. Hier können wir Bomben hinpacken, aber wir haben keine Bomben. So, wir hatten ja unterwegs ein paar Lichter gefunden, die man anzünden konnte, ne? So, dann müssen wir mal hier ein Dev-Ding zum Beispiel. Jetzt kann man ja schön Feuer machen. Zack.
Zack, und schon ist der Gang auf. Wo kommen wir jetzt dahin? Hier gibt es Pegasus-Stiefel. Das ist schön. Die hole ich mir auch gleich. Ich meine aber, dass wir hier rechts noch irgendwo was hatten. Aha. Naja, immerhin ein paar Forstkristalle gekriegt. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nee. Erstmal nicht. Also geht es. Ich soll hier rüber Pegasus-Stiefel holen. Aber kann man mit dem Pegasus-Stiefel auch über die Löcher so rüber? Da muss man den zweiten davon haben. Naja, wir werden jetzt gleich mal austesten, ob das klappt mit dem zweiten, mit dem Pegasus-Stiefel. Oder ob wir noch was anderes finden müssen. So. Und dann rennen wir einfach mal. Hat geklappt. Und wir haben eine Mondperle, die brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir von hier unten. So, und dann ist da ein Schalter. Und den können wir gleich mal ziehen. Na. Au, fuck. So, ein Geheimgang. Wo geht's denn da hin? Nehmen wir mal die Mondperle mit. Dumm, ich gehe hier einfach um. Dumm, ich gehe hier wieder raus. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ah, am Anfang, wunderbar. So, dann hier schnell mal die Mondperle eingelöst. Kurz, Videopause. Für euch natürlich nicht, für euch ist gleich weiter. Wir sehen uns dann da drinnen. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier drinnen. Schon mal schön abgestürzt, das war natürlich nicht so gut. Na, machst du das denn jetzt bitte ordentlich? Okay, mach's nicht ordentlich. Ich lustigerweise verliere ich kein. Warum kann ich mit den Pegasus-Stiefeln auf einmal nicht mehr über die Abgründe rüber? Das verstehe ich gerade nicht. Hä? Brauche ich doch die Nummer 2 oder was? Oder muss ich in der Mitte rüber? Bleib ich da dran hängen? Nee. Irgendwas passt hier nicht, Freunde. Also gehen wir wieder raus. Irgendwas läuft noch nicht so ganz. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir noch hin können mit den schönen Pegasus-Stiefeln. Hier könnte man zum Beispiel noch rein. Da komme ich jetzt mit dem Pegasus-Stiefel nicht ran. War denn hier irgendwas? Hier war nichts mehr. Gut. Ja. So. Mal unten. Hier können wir noch was anzünden. Dann hol ich mal schnell noch die Laterne. Komm mal. So. Geht. Ja, Lampe halten. Wunderbar. So, dann brauchen wir nämlich irgendwo eine Möglichkeit, um die Stiefel Nummer 2 zu kriegen. Ich komme nicht wieder weg. So. Flamme. Und so ist der Gang offen. Wunderbar. Was haben wir jetzt hier? Lass mich dir helfen. Du kannst Wunden heilen. Das ist sehr nett. Super, nett, danke. Ich würde aber lieber mit den Stiefeln zu dir kommen. Kannst du dir dann auch, die Lampe gibt es wahrscheinlich mit Sicherheit keine zweite, oder mit, wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, aber keine zweite Form, weil sonst gibt es ja von neben eine Form. Mal gucken, ob wir mit den Stiefeln jetzt was Zweites bringen können. Das wäre ja sonst ein bisschen doof. So. Jawohl. Klack. Genau wie ich es vermutet hatte. Die Stiefel Nummer 2. Super. So, dann hopp mal schnell zurück. Hopp, 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 hopp. So, da wir ja die Stiefel haben, können wir so schnell rennen und wieder schnell zum Portal hier. Dumm. So, wir sehen uns da drinnen wieder. Bis gleich. So, jetzt geh erstmal nach unten. Du weißt bloß nix. Gut. Also gehe ich jetzt nach rechts. So, was gibt's denn hier? Kann ich verschieben.
Nee. Nicht hier oben. So, die konnte man aufmachen. Das war nicht so schlimm. So, was gibt's jetzt hier? Da gab's auch eine Kiste, ne? Okay, du wusstest es doch. Ein paar Kristalle nimmt man immer gerne. So, die Zeit ist schon hier. Hallo? Ich bin noch da rüber gerannt. Kann man schon sagen hier. Verarschen kann ich mir alleine. So, schnell, 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 schnell. Ich muss mal ein bisschen beeilen hier. Video ist nämlich gleich rum. So, mal rüber. Kann ich hier was schieben? Das Ding? Das Ding? Nee. Aber ich kann hier eine Runde gehen. So. Und wie komme ich denn jetzt da rüber endlich? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier raus. Sind jetzt hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda Forest Adventures. Bis dahin. Ciao.